Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 5. Meine Damen und Herren, wie bereits angekündigt, gibt es am heutigen Tag eine neue XXL-Folge. Und Alter, der Wagen hat gerade aber lockerflockig ein bisschen hier, aber geglänzt. Leute, diese Folge ist ungeschnitten. Das bedeutet, jeder Fehler, jedes Verkacken, das bleibt hier drin. Mein Ziel ist für heute auf jeden Fall, wir wollen die 75 Minuten durchballern. Und was noch viel wichtiger ist, ich würde ganz gerne ein paar Missionen abschließen und mir endlich bei Forza Horizon meinen ersten Bugatti kaufen. Ja, ist ein gutes Ziel, oder? Vielleicht auch noch ein bisschen Geld verdienen, das wäre nicht schlecht, denn wir haben aktuell 1,9 Millionen. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen was verkauft. Nachrichtenzentrale. Ja, ja, hier, warte. Oh ja. Der McLaren wurde verkauft für 1,33. Finde ich gut. Wo ist mein Geld? Da war kurz noch. Das Blöde, meine Maus ist hier immer sichtbar. Da muss ich sie immer hier unten. Warte, zack. Und jetzt ist sie weg. Ja, warte mal. Dann, wir gehen mal ganz schnell hier rein. Dann kaufe ich mir. Wir gönnen uns nämlich auch gleich noch einen super Wheelspin. Ich glaube, mit den 7 da, das läuft. Gott, ey, ich bin schon wieder ein bisschen nervös, Alter. Ich kann hier nichts rausschneiden. Wenn Paletto sich mal wieder mega krass verbrabbelt, dann ist scheiße gelaufen. So, kaufen, verkaufen. Das finde ich gut, denn wir müssen ins Auktionshaus. Genau, meine Auktion. Und da sehen wir, warum wollten die Leute nicht unseren Pagani? Naja, gut. Der ist auf jeden Fall verkauft. Gib mir die Kohle. Haben wir dann vielleicht schon genügend? Was kostet denn so ein Bugatti Divo? Das wäre natürlich nicht schlecht. Und dich werde ich direkt wieder anbieten. Also, vielleicht bist du ja im Preis zurückfordern. Warum muss ich den denn überhaupt zurückfordern? So, wir wollen jetzt endlich mal so ein bisschen Rennen fahren. Komm, du erhältst dein Auto. Dankeschön. Ja, alles wunderbar. Komm, wir ballern jetzt erstmal ein bisschen. Wir haben 3,1. Das finde ich gut. Wir brauchen jetzt allerdings noch ein paar Punkte. Oben rechts können wir gleich mal schauen. Wartet. 4600 brauchen wir. Okay, das ist ja an sich kein Problem. Dann werden wir vielleicht hier mal... Hey, mi amigo! Ja, hey, mi amigo! Ich arbeite immer noch an dieser Wüstenwettersache für die Universität. Ja. Willst du dich mit mir treffen? Nee, ich will mich... Ja, das ist wieder was mit komischen Stuntpunkten. Da baller ich doch lieber hier vorne durch so einen Blitzer. Vor allen Dingen mit dem Auto. Oh ja. Wir haben auch einen Scheunenfund, Leute. Oh, ey, dieses Auto, diese Kurvenlage. Boom. Oh ja. Kack! Das wird alles raus... Ach, Scheiße, alles rausgeschnitten. Ich tue jetzt hier auch gerade so, als wenn ständig bei mir so viel rausgeschnitten wird. Aber es ist schon so, dass an sich eine Forza Horizon-Folge ist meistens schon mindestens immer 40 Minuten. Oh, warte, ach, hier müssen wir durch. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, gut, mit Blitzer mit 70 km/h, das ist schon ein bisschen peinlich. Warte mal, da hole ich jetzt noch mal ein bisschen Schwung. Selbst hier auf dem Untergrund, das ist doch dem Sesto Elemento egal. So, warte, warte mal ab jetzt hier. Da baller ich schön durch. Okay, Reifen drehen ein bisschen durch. Nee, nee, der macht das trotzdem. Der macht das, weil er es kann. Weil er eine absolute Maschine ist. 2,38. Komm, gib mir die 3 Sterne. Jawohl. Junge. Wir brauchen nur dieses Auto. Der macht das überall. So, gib mir was Neues. Was haben wir hier? Drift Zone ist jetzt nicht unbedingt meine Stärke. Aber hier. Direkt die nächste Blitzer Zone. Jetzt brauchen wir nur noch 3700 Punkte. Hopp. Ein schöner Sprung. Ich bin hier noch nie durch die Dünen geballert. Sieht doch ganz geil aus. Ah, okay, da sind wir jetzt nicht so eingesunken. Ja, ich glaube, von der anderen Seite ist es ein bisschen besser, an den Blitzer ranzufahren. Du hast dein Ziel erreicht. Ist das eine, Blitzerzone? Oder was? Ja, aber auf jeden Fall. Drehen wir einmal. So, komm mal her. Ich weiß nicht, welchen Bugatti ich mir holen soll. Bugatti Veyron. Aber den Veyron hatten wir, glaube ich... Den Divo hatte ich nämlich noch nie. Okay, hier müssen wir jetzt ein bisschen runterbremsen. Oh ja, man merkt, dass wir hier echt nicht so viel Grip haben. Aber egal, wir probieren es trotzdem. 100. Komm, zieh durch. Zieh. 152.
Komm, gönn rein. Ich glaube, es war 180, ne? Ne, wieder 3 Sterne. Alter. Also dieser Lambo, muss man einfach sagen, ist eine Maschine. Letztens hat mir jemand von euch geschrieben, er hat 2. Wo ich mir dachte, what? Und er hat die aus den Wheelspins. Wir werden jetzt mal kurz den Filter ändern, denn jemand meinte... niemand meinte, sondern ich habe gesehen, dass ich wieder so ein Scheunenfundgeschenk am Start habe. Ja, nämlich hier unten. Nee, das ist der Competizione. GTO. Nee, hier ist das Geschenk. Jawohl. Von Superstar D Horizon. Und hier, warte mal, wir fahren erstmal zu dem Ding und dann fahren wir nach da vorne. Das ist doch an sich gut. Weil dann werden wir schön mal die Scheunenfunde voll machen. Bin sowieso mal gespannt. Also es war viel Ferraris. Viel so ein bisschen, moin, anderer Kram. Warte mal, ist mal dringend jetzt die Stimme. Die Stimme muss ja auch geölt bleiben. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und trinken ist auch extrem wichtig. Immer genügend Wasser trinken. Und, oh oh, Stein. Na, alles, oh nee, noch mehr Steine. Slide ich durch. Ja, hat gut geklappt. Schnee! Wird alles rausgeschnitten! So, ich kann das so ganz schwer beschreiben. Wie das ist irgendwie so ein anderes Gefühl. Ich hoffe einfach, dass mein Vater... Oh, der wollte vorhin noch anrufen. Lass uns mal überraschen, ob der nochmal durchklingelt. Weil kurz zur Info, dieses Video nehme ich... Stein. Schnitt! Was wollte ich gerade sagen? Achso, genau, das Video nehme ich am Freitag auf. Und es ist meistens so, mein Vater, der ruft dann am Freitag nochmal an, dann schnacken wir ein bisschen, tauschen uns so ein bisschen aus, was so am Wochenende geht. Das ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Situation ist ja gerade wieder überall mega am Eskalieren. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass Weihnachten wieder ins Wasser fällt. Weil im letzten Jahr konnte ich nicht nach Hamburg. Weil, ja, in Deutschland war die Kacke am Dampfen. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Wir fahren jetzt erstmal hier ein bisschen weiter mit unserem Lambo. So, 1,7 Kilometer. Ich bin mal gespannt, was das für ein Auto ist. Und den Willy, den Jeep müssen wir uns nochmal holen für einen super Wheelspin. Oh, hier ist ein Blitzer. Na gut, aber das wird für nichts reichen. Nee, nee. Naja, sogar 2. Also ich hätte nicht mal mit einem gerechnet. So, gehen wir in den Drohnenmodus oder fahren wir hier... Boah, hier ist ja auch... Junge, wie soll ich das denn finden? Das ist jetzt ja hier mitten auf dem Berg. Ja, die Drohne ist wahrscheinlich schon smarter, ne? Aber die packen das doch hier direkt irgendwo an die Straße, oder? Moin, hast du den gesehen? Ja, miep. Hast du den? Der hat den Isetta. Ja, warte, ich mache jetzt mal... Oh Gott, das kann nämlich... Das kann ein bisschen nervig werden, wenn wir jetzt zu lange brauchen, um diese blöde Scheune zu finden. Aber nun gut, wir lassen uns einfach mal überraschen. Zünden mal den Turbo. Aber eigentlich haben wir doch einen guten Überblick hier. Ich fliege erstmal die äußeren Regionen ab und dann gehe ich mehr ins Landesinnere. Ich bin, was mir gerade mal auffällt, so viele YouTuber haben ja so Drohnen und so weiter, aber ich bin noch nie mit einer Drohne geflogen. Ich hatte auch noch nie eine Drohne. Doch, oh nee, hatte ich nicht mal so eine ganz kleine? Oder gehörte die mit? Bauer Willi? Das war wieder klar. Guckt euch Bauer Willi an, Alter, mit seinem, das ist doch ein Lamborghini. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ja, Lamborghini hat angefangen als Marke für Traktoren, soweit ich weiß. Und war das nicht so, weil der Besitzer Ferrari so scheiße fand? Hat er Lamborghini gegründet? Irgendwie so eine ganz verrückte Geschichte gibt es da auf jeden Fall. Bringt uns jetzt aber auch nicht so viel. Weil ich jetzt wirklich ein bisschen Angst habe, dass wir hier nichts Richtiges finden. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier mit meiner Drohne die ganze Zeit... Oh, nee! Das sieht doch gut aus hier. Da haben wir es. Perfekt. Oh! Alter, ein schöner Mercedes. Ja.
Hat aber auch hier ein bisschen, keine Ahnung, am Lack geschnüffelt. Weil das war schon ein sehr interessantes Design. Aber hey, why not? Ist ja trotzdem noch ein schönes Auto. Aber so ein Silberlack. Ich glaube, selbst wenn ich mir auch irgendwann einen Lamborghini kaufen würde, würde ich den jetzt auch nicht unbedingt so... Also, die Farbe ist schon sehr extravagant. Und ich muss sagen, ich mag es auch gar nicht aufzufallen. Wisst ihr, was ich meine? Und mit so einem krassen Lambo, da fällst du ja so schon übertriebenst auf. Jeder dreht sich um, allein weil das Ding so übertriebenst laut ist. Moin! Ein Porsche! Ui, der ist aber in muy mala condición. Meinst du, ich kann ihn zum Laufen bringen? Ja. Das war eine Fangfrage. Ich kriege alles zum Laufen. Hm. Ey, dieses Gesicht vorne vom Porsche. Diese beiden Glubschaugen. Einfach schön. Muss ich sagen. Aber was ist denn das jetzt für einer? Ich kann es kaum erwarten, ihn zum Fuhrpark zu bringen. Carrera ich rufe RS. Ich wenn er fertig ist. Ja, mach das mal. Ruf mich mal an. Dann gehen wir mal irgendwie so ein kleines leckeres Eischen essen oder so. Falls du möchtest. Ich will jetzt auch nicht aufdringlich sein. Aber ich bin so alleine. Oh, Stufe 50. Ja, da ist doch der Wheelspin, von dem wir die ganze Zeit geredet haben. Ja. Yeah, okay. Ein Nissan. Ja. Ist in Ordnung. Ist was für die Sammlung. Aber nicht mehr und nicht weniger. So, wir gehen natürlich wieder Offroad. Ist... Oh Gott! Nichts passiert. Sieht aber ohne Heckspoiler auch ganz geil aus. Und ich weiß bis heute nicht, was es da hinten für ein Knödel ist. Naja. So, wir fahren jetzt... Moin, Vorsicht! Oh Gott! Einfach ins Schuppen. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob der Schuppen nur normalerweise noch stehen würde. Den hätte ich doch eigentlich mit meinem Auto weggefallen. Ah, stimmt. Ich habe mir Winterreifen jetzt geholt, Leute. Ich bin bereit für den Winter. Also. Obwohl jetzt noch nicht so wirklich. Aber es soll angeblich kälter werden. Und es soll auch noch mal schneien. Und dann bin ich bereit. Dann muss ich jetzt nicht irgendwie Allwetterreifen oder so ein Krimskrams. Hier ist schon ganz gut, wenn du richtige Winterreifen hast. Weil es gibt nichts Schlimmeres und auch meiner Meinung nach nichts Dümmeres als... Oh, ja, alles klar. Mit Sommerreifen noch im Winter rumzugurken. Weil, wer das einmal mitgemacht hat, dieser Unterschied zwischen Sommer- und Winterreifen auch, ist schon echt heavy. Also, das macht schon einiges aus. Und vor allen Dingen, wenn du dann, sagen wir mal, Hecktriebler oder so hast, also einen BMW in etwas älteren, weil ich glaube, die neueren... Also jetzt zum Beispiel der 1er, das finde ich auch ganz interessant, da hat BMW irgendwann geswitcht. Die hatten beim 1er immer Heckantrieb und mittlerweile ist es, glaube ich, auch ein Frontantriebler. Ach, guck mal. So, jetzt gucken wir mal unser Geschenk. Du hast dein Ziel erreicht. Ich bin sowieso ein sehr großer Freund von Allrad. So. Mal gucken. Jetzt sagt sie wieder ihren Standardsatz mit, oh, so ist Horizon nun mal. Wetten? Wow, wie großzügig. So ist das wohl bei Horizon, was? Wollen wir ein Dankeschön senden? Aber übrigens, hier ist das ist Sonne, die auf meinem Körper ist. Ich bin kein Zebra geworden. Oder so ein... Oh! Wenn man vom... Oh! Alter, BMW M3. Ja, das Auto gefällt mir wirklich gut, danke. Vielen Dank. Das ist ja sehr nett. Der Fisch, wenn hier einfach Autos verschenkt. So. Was haben wir denn jetzt mal hier? Oh ja, wir sollten mal... Wir kaufen uns jetzt mal einen Willi. Ich habe Bock auf einen Super Wheelspin. Automesse. Dann gehen wir hier wieder nach hinten. Weil das werden wir schon investieren. Was nehmen wir diesmal für eine Farbe? Mal was Ausgefallenes. Da ist ein Hund drauf. Oder? Irgendwas war da. Ah, das ist Duck Hunt. Das ist so ein uraltes Spiel. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Damals hatte man so eine kleine Laserpistole und damit konnte man auf den Fernseher schießen. Und also die wusste dann, wo man hinzielt. Es war ziemlich cool. So, darum sind wir aber nicht hier. Denn wir würden jetzt gerne einmal raus. Ja, sieht sehr gut aus.
Ich möchte nämlich hier einmal... Zack. Nee, was denn hier passiert? Hä? Was? Die haben das gefixt. Die haben das gefixt. Das ist... Die Miesen. Als ob. Es gab ein Patch. Ich hätte das auch gesehen. Okay, ja, es war auch schon ein bisschen... Ich meine, es war ja kein Bug oder so. Also wir haben jetzt nichts in irgendeiner Weise abused. Ja gut, dann wechseln wir mal das Auto. Vielleicht haben wir ja Glück und können das irgendwie bei einem anderen Auto ausprobieren. Steigen wir wieder in unseren... Nee, komm, wir switchen mal. In welchen Wagen wollen wir denn mal steigen? Mal wieder in den Porsche. Ich glaube, ich gehe in den AMG One. Oh, wir könnten auch... Den könnten wir auch mal tunen, ne? Den hier Racing-Typen. Wo ist denn jetzt mein Auto? Hallo? Wo ist denn der Mercedes-AMG? Bin ich... Ah, da. Irgendwie so 15 Mal links und rechts vorbeigeschlittert. Oh, übrigens, ich habe wieder ein paar von euren Autogrammkarten abgeschickt. Insgesamt 6 Kartons müssten, glaube ich, über... Boah, warte mal. 6 Kartons mit jeweils... Es könnten fast 10.000 Karten sein. Für Mini Evil und Mini Paluten. Mini Paluten ist auch... Also beide sind im Shop noch verfügbar. Mini Paluten, wenn man den jetzt bestellt, kommt er auch noch vor Weihnachten bei euch an. Bei Mini Evil sieht es ja ein bisschen anders aus. Da ist tatsächlich alles restlos ausverkauft. Schaut gerne mal vorbei. Gibt es immer eine Autogrammkarte dazu. Das Haus zahlt sich ja nicht von alleine, ne? Ja, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte jetzt mal kurz aus Automeisterung. Ach, hier, bei dem haben wir uns schon alles geholt. Naja, nicht schlimm, denn wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die letzten, oben rechts sehen wir es, 2500 Punkte hier mal fertig machen. Können wir den Filter wieder ändern. Und dann werden wir, ich glaube, das ein, was ist eigentlich das hier? Gastgeber für alle möglichen Horizon Veranstaltung. Ich fahre da einfach mal hin. Ich weiß nicht ganz genau, was das bedeutet. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ach so, ja, ja, ich wende. Sehr gerne, sehr nett. Dankeschön. Stimmt, wenn das Video hier online geht, bin ich wahrscheinlich... Ja, ja, da bin ich hundertprozentig wieder gerade am Wandern. Ach, Leute. Hoffentlich ist auch wieder Schnee da. Also ein paar... Klitzekleine Brückchen sind ja noch. Selbst in Deutschland. Stimmt, die Zugspitze macht auch auf. Da kann man jetzt, glaube ich, sogar Skifahren. Ein bisschen was ist da am Start. Aber ich weiß nicht, was gerade mit Österreich abgeht. Weil da ist, glaube ich, jetzt irgendwie auch alles ein bisschen dicht. Irgendwas hatte ich gelesen. Kann ich hier... Ah, moin! Was geht ab? Ja, und die Massen jubeln mir zu. Was geht ab, Paletto? Hast du dein Ziel erreicht? Du hast dein Ziel erreicht. Ja. Veranstaltung beitreten. König. Ach, das sind die ganzen Sachen. Ja, okay, da, das möchte ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt vielleicht so semi-Bock drauf. Oh, hier! Ja, ja. Juan Garcia ist hier. Ja, der Juan. Hättest du Interesse an Hochgeschwindigkeitskameras? Ey, Juan, ich bin sofort dabei. Sehr gern. Klar. Geschwindigkeitsrausch. Stimmt. Oh, da gibt es bestimmt am Ende auch ein geiles Auto. So, Juan, ich bin sofort dabei. Ja, das ist ein guter Name, der Juan. Schön, dich zu sehen. Die Universidad möchte die Reaktionsgeschwindigkeit in der Blitzerzone vor Guanajuato erhöhen. Und die Horizon-Straßenszene versucht, die Zeiten zu brechen. Ah, ja, ja, ihr seid... Das kann ich mir vorstellen. Ah, lol. Sorgen wir dafür, dass die Blitzerzone darauf vorbereitet ist. Ja, mach ich. Ist überhaupt kein Problem. Schönes Auto. Die Konkurrenz da draußen ist hart. Folge der Route. Aber und zeig niemand allen, ist so hart wie Paletto. Ich rase mit gutem Beispiel voran. Ja. Hoffentlich sind deine Fahrkünste besser als deine Witze. Ich habe Cousine Ale um einen Gefallen gebeten. Oh ja. Du solltest genug PS im GR Supra haben. Mehr als genug. Ja, mehr als genug. Ich bin Paletto.
Und das war's. Ich bin einfach nur Paletto. Nicht mehr und nicht weniger. Also Offroad-mäßig ist er auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt dafür geeignet. Ach, guck mal, ich habe sogar verbleibende Zeit. Und Grip. Vamos, vamos! Entschuldigen Sie, ist kein Grund, jetzt hier in meinem Auto so rumzuschreien. Jetzt piept mein Ohr. Das wollen wir ja alle nicht, ne? Wann kommt denn der Blitzer? Geht durch das Straßenszene! Ja, genau, geht durch das Straßenszene! Ich bin verwirrt. Warum ist der Blitzer so weit weg? Sorry. Na, ist aber auch sehr voll hier. Sehr, sehr voll in der Stadt, ja. Ich dachte, ich hätte genügend gegessen. Aber ich hätte jetzt doch schon wieder ein bisschen Hunger. Und ich habe auch immer noch, und es tut mir leid, dass ich das überhaupt erwähne, aber ich habe immer noch diesen nervigen Pickel bei mir hier unten links. Also, der will auch irgendwie nicht weggehen. Das ist mein Spekulatius-Pickel, weil ich lecker Spekulatius mir reingepfiffen habe. Bereue ich es? Nein, immer noch nicht. Ja, ich sag jetzt hier gerade meine super spannende... Oh, ist das jetzt... Das ist jetzt... Oh, no! Ja. Okay, wir müssen hier weiter am Ball bleiben. Weiter am Ball bleiben. Ja, wir sind... ein bisschen zu weit rausgekommen. Jetzt wieder rausbeschleunigen. Über 200, das muss doch reichen! Diese Daten sind sehr beeindruckend. Gute Arbeit. Eins ist sicher. Die Forscher der Universität werden versuchen, eine bessere Blitzerzone zu bauen. Und die Straßenszene wird versuchen, sie zu schlagen. Ja! Jawoll, 201. Easy. Überhaupt kein Problem für Juan. Das, die Missionen sind eigentlich ganz geil. Amigo. Anscheinend gibt es großen Streit zwischen der Universität und der Horizon-Straßenszene. Ja. Sie wollen, dass du herkommst und vermittelst. Ich? Ja, okay. Immer muss ich vermitteln, weil sie wissen, dass ich einfach eine Institution bin. Ich bin praktisch... Ich bin einfach nur enttäuscht. 25.000. Ich weiß, wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Aber das ist jetzt wirklich dann doch schon eine Enttäuschung. So, wo ist denn jetzt die Universidado? Stories, ja. So, das hier ist die Straßenszene. Das habe ich doch aber schon. Nutze Abkürzung. Ah, nee, das ist jetzt auch noch. Ach so, ja, ich komme sofort. Was haben wir hier? Apex. Oh, das ist aber wieder mit dem Ferrari, ne? Da müssten wir auch mal mehr rangehen. Weil Ferrari finde ich schon nicht schlecht. Ja. Na, wir fahren da mal hin. Wir müssen ja eh noch ein paar Punkte sammeln. 1800 brauchen wir noch. Oh ja, hier können wir direkt eine weitere Blitzerzone machen. Ich glaube, das sollte mit dem Auto hier sehr, sehr gut gelingen. Oh ja, das muss doch reichen. Jawoll, sehr geil. In 400 Metern scharf links abbiegen. Oh, und schon sind es nur noch 950. Ja, das ist geil. Dann beenden scharf wir diese Story. Abbiegen. Und dann easy. In 400 Metern links abbiegen. Ich glaube, wir haben auch nur noch so zwei. Sorry. Junge, das ist aber auch wieder eine sehr stabile Wand. Und vor allen Dingen auch ein sehr stabiles Auto. Boah, ey. Forza Horizon mit der Engine oder von dem Schadensmodell von BeamNG. Wäre auch ganz geil. So. Ah, was geht in der Straßenszene? Eieiei. Was ist da los? Du kommst gerade recht. Die Universität arbeitet an einem verbesserten GPS. Aber die Straßenszene sagt, dass es nie mit ihrem Wissen mithalten kann. Oh Gott. Was ist da nur los? Wurde der... Alter, was...
Ich habe mit Anna eine Route programmiert. Aber du wirst sicher Abkürzungen finden wollen. Ich beobachte die Telemetrie und bewerte sie mit einem Effizienzalgorithmus. Klingt das sinnvoll? Technik gegen Instinkt. Verstehe. Genau. Oh, noch eine Sache. Cousine Ale hat am GR super gearbeitet. Ja, habe ich bemerkt. Ist es nicht noch schneller? Ich soll jetzt abkürzen. Ja, dann fahr ich, dann mache ich jetzt. Och nein! Die kürzeste Route ist Luftlinie, oder? Ja, lol. Der Algorithmus sagt, umdrehen. Die kürzeste Route ist Luftlinie, oder? Mann, was mache ich jetzt alles falsch oder was? Scheiße! Okay, warte mal ab. Genau, wir müssen jetzt rechts rum. Ja, bitte rechts. Ja. Da ist auch noch eine Mauer. Die umfahre ich auch kurz. Sehr gut, ausgezeichnet. Ja, das schaffen wir nicht. 2,3 Kilometer noch? Nee. What? Nee, jetzt sind es nur noch 191 Meter. Ja, das hätte ich schaffen können. Ah, super knapp. 3 Sterne kriege ich nicht. Nee, ich muss es nochmal beginnen. Warte mal. Notfalls müssen wir uns mit 2 Sternen zufrieden geben. Aber kann ich nicht auch einfach mit dem GPS fahren? Ich drücke direkt einmal auf Start. Dann mache ich jetzt meine eigene Route. So. Guck mal hier. Na, an sich, ja, ich würde hier längs fahren. Das hier ist gut, das ist okay. Aber dann würde ich halt hier längs und dann hier geradeaus. Okay, das müssen wir uns merken. Mit Anna eine Route programmiert. Aber du wirst sicher Abkürzungen finden wollen. Ich beobachte die Telemetrie und bewerte sie mit einem Effizienzalgorithmus. Ja, du bist schon so ein Effizienzalgorithmus. Technik gegen Instinkt. Verstehe. Genau. Oh, noch eine Sache. Cousine Ale hat am GR super gearbeitet. Ja, habe ich bemerkt. So, warte mal. Ist das hier jetzt schon? Nee. Geht es nicht noch schneller? So, die Kurve nehmen wir jetzt noch. Und hier die nächste. Ja, warte, jetzt geradeaus. Genau. So, hier müssen wir jetzt komplett ballern. So gut. GPS ist egal, wenn man schnell genug fährt. Ja, bla bla bla. Boah, diese Stadt ist so unfassbar unübersichtlich. Ja, wir schaffen's. Easy. Bumm. Let's go. Laut der Telemetrie und meinem Effizienzalgorithmus war das ein großer Spaß. Es wird das. Ja. Die Fahrer der Straßenrennen haben ihre Abkürzungen. Aber ohne GPS könnte man nichts vergleichen. Okay, dann lasse ich dich mal wieder auf die Straße. Bis später. Boah, wie die den mittlerweile aufgetunt haben. Ich versuche neutral zu bleiben. Ja, ich bin neutral wie die Schweiz. So. Aber wir wollen jetzt trotzdem natürlich hier ein bisschen Kohle machen. Oh, wir werden wahrscheinlich das abschließen, ne? Ja, neues Kapitel von Horizon. Jetzt sagt sie gleich wieder, Patrick. Hey, Patrick. Wir haben Abenteuer zu planen. Noch bist du nicht in der Ruhmeshalle. Ja, aber bald jetzt. Wir haben nur noch 3 Dinger offen. So, wir machen jetzt der Kolossos. Wunderbar. Ich frag mal Alejandra, ob sie genug Fahrer findet, die einen Horizon Kolossos gegen dich fahren würden. Que onda, mi amigo? Das war's. Horizon Apex ist erledigt. Den Baum, meine ich. Die Rennen sind nie erledigt. Oh, irgendeine Belohnung? Ach so, so ein Forza-Link. Wann kriege ich denn mal wieder was? Oh, Alter, was war denn da gerade los? Habt ihr das gesehen, was mit dem Auto? Au, ja. Hey, mi amigo. Hayley hat mich angerufen. Bereit für den Kolossus? Kannst ja, auch mal warten, zu sehen, wie du das Alter, stimmt. Bezwingst. Kolossus ist auch eine Achterbahn im Heidepark. Alter, Heidepark Sauntau. Bei nächster Gelegenheit. Bin ich immer früher richtig gerne reingegangen. Auch ein sehr guter Park. Kann ich nur empfehlen. Bei uns war es meistens immer entweder Heidepark oder Hansapark. Oh, ich erinnere mich da immer sehr gerne dran zurück.
Freizeitparks sind einfach so, sind immer eine gute Zeit. Am coolsten fand ich das mit der Schule bzw. mit der eigenen Klasse in den Freizeitpark. Das war immer richtig cool. Und dann hatte der Heidepark irgendwann Kolossos. Die größte oder längste Holzachterbahn der Welt. Ja, ökologisch, schön aus Holz. Feinster Regenwald. So, 2,4 Kilometer brauchen wir noch. Und das war auch das einzige Mal, dass mir im Freizeitpark schlecht wurde. Da war aber auch so ein extrem nerviges Ding. Das hat sich eigentlich nur gedreht. Das sind, glaube ich, die einzig geilen Stories, die ich aus dem Heidepark habe. Und ich glaube, irgendwer hat auch mal gekotzt. Ich glaube, es war Michi. Oh! Wie es bin. Bitte. Bitte. Mann, jetzt habe ich nicht nur einen komischen Pickel, sondern ich kriege auch so eine blöde Hupe, Alter. In 400 Metern rechts abbiegen. Ja. Cool. Rechts abbiegen. Ja, mache ich. Der Kolossos. Ah, warte mal, mit welchem Auto fahren wir den Kolossos eigentlich? Wollen wir den mit dem fahren? Ich meine, wir sind mit dem... Sind wir mit dem Zesto? Sind wir eigentlich? Und ich glaube, der Königsegg Jesko ist zu... Der ist zu sehr auf Highspeed getrimmt. Wisst ihr, was ich meine? Also bei einer langen Geraden ballert der jeden weg. Warte mal, ich glaube, ich werde es... Okay, nee. Ich nehme ein Auto, was ich auch kontrollieren kann. Sonst wird das hier nämlich absoluter Fail. Ich glaube, der hier ist, gut. Wir fahren mal mit dem. So. Ja. Kolossos. Cool. Oh. Ich kann... What? Ich kann den Kolossos gar nicht mit allen Autos fahren. Empfohlenes Auto kaufen? Alter, was sind das denn für Autos? Okay. Oh, BMW i8. Ach, warte, mit Ferrari kann ich den fahren, oder was? Boah, das wird ja eine ganz interessante Nummer. Oh, mit dem einen Lambo auch. Hier, was? Also. Ich will den aber auch jetzt nicht mit diesem Truck fahren. Sondern irgendwas. Sehe ich denn, dass die schon getuned sind? Nee. Ich glaube, ich fahre den einfach mit dem Audi. Den hat mir ein Zuschauer geschenkt. Das war... Der hat 722. Ja, komm, ich fahre den mit einem guten Audi, Alter. Audi RS6. Das ist doch ein solides Auto. Mein Opa war Zeit seines Lebens auch immer sehr überzeugter Audi-Fahrer. Und jetzt sagt bitte nichts Schlechtes über meinen Opa. Jetzt darf ja jeder seine Automarke haben. Und irgendjemand darf auch Audi blöd finden. Aber ich muss sagen... Okay. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Rennen? Ich war immer sehr happy und sehr zufrieden bei Audi. Also ich bin immer gerne mit meinem Opa mitgefahren. Alter, was ist das für eine geile Strecke? What? Die ist ja mega chillig. Zack. Rüber hier. Okay, ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit sowas. Das ist der Kolossos? Und der Wagen fährt sich auch ganz gut. Ey, das ist ja mega geil. The Gauntlet of Fun. Ja, den fand ich gut, den Gauntlet of Fun. Aber Gewinner? Ja, und das Beste an Saisonveranstaltungen? Saisonbelohnungen.
immer frisch. Hä? Den Spaßgauntlet abgeschlossen. Wie? Aber was ist denn denn um... Gewinne die Meisterschaft, der Kolossos. Hä? Bin ich doof? Habe ich das jetzt geschafft? Ich check halt nix. Aber wird schon richtig sein. Oh, wisst ihr was? Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Der Eliminator? Ja, aber... Das gibt's doch nicht. Hier ist noch der Goliath, aber den habe ich abgeschlossen. Den Kolossos? Saisonziel gewinne die Meisterschaft. Habe ich doch jetzt auch schon abgeschlossen, oder nicht? Es tut mir leid, falls ich jetzt hier gerade irgendwie übertriebenst lost bin. Aber ich check halt nix. Zum Rasen geboren. Tritt gegen Antonia in einem Straßenrennen an. Hab versucht, die Anrufe von diesem Baby Tristan zu ignorieren. Aber er lässt nicht locker. Schon mal versucht, ihn nicht zu beschimpfen? Nein, warum sollte ich? Hab noch jede Menge mehr davon auf Lager. Egal. Er bringt einen neuen Rennfahrer an den Start, den du zerlegen kannst. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Wir cruisen da mal kurz hin. Schön mit unserem wunderbaren... Das sind 17 Kilometer. Okay, da habe ich jetzt... Da muss ich sagen, das Gute ist... Warte mal, das ist da unten. Wir haben doch hier irgendwo ein Haus. Ihr habt auch gesagt, ich soll mir irgendwie das... irgend so ein Haus kaufen, mit dem ich Super Wheel Spins bekomme. Da gibt es dann irgendwie täglich einen Super Wheel Spin? Das könnten wir natürlich auch kaufen, statt dem Bugatti, ne? Warte mal. Wo ist denn... Ich gehe mal hier. Das wäre natürlich eine gute Investition in die Zukunft. Häuser. Okay, das ist... Nee, aber ihr meintet irgendwie, das kostet 2 Millionen. 5 Millionen. Oh, täglicher Wheels. Aber das ist ja nur ein... Das ist ja... Nee, das lohnt sich ja null. Das ist ja einfach nur ein Wheelspin. Ich hätte gern einen Super Wheelspin. Nee. Also, sorry. Es sind halt 5 Millionen, Alter. 5 Millionen wieder reinzukriegen. Rechts abbiegen. Ja, aber wenn man mal ein, zwei Tage nicht spielt, dann bekommt man natürlich schon. Aber man muss sich wahrscheinlich immer wieder einloggen, ne? Oh, wie sieht denn der Audi von innen aus? Ah ja, noch ein bisschen älter, logischerweise. Aber ich finde, Audi ist eine schöne Marke. Habe ich ja schon mal gesagt. Audi, BMW, Mercedes. Finde ich, sind alle... Klar, man kann... Geschmäcker sind verschieden und so weiter, bla bla. Aber ich finde, das sind alles geile Marken. Da kann man jeden, der eine von den Marken fährt, den kann man nur beglückwünschen. Weil das sind jetzt ja auch nicht unbedingt günstige Marken. Und auch für mich, ich fand das schon immer... Also war auch schon so ein Ziel, mal so ein geiles Auto zu fahren. Ich bin jetzt ja natürlich in der glücklichen Position, diese Möglichkeit durch Mercedes zu haben, dieses VIP-Leasing, wo man sich eben alle paar Monate ein neues Auto aussuchen kann. Was natürlich schon sehr, sehr cool ist, muss ich einfach sagen. Man hat da die Möglichkeit, dann doch sehr, sehr krasse Autos zu fahren. So, da vorne. Sag mal, was ist denn das hier für ein Wetter? Oh, warte mal. Fähigkeiten-Boni? Was hast du denn? Ja, aber ist auch nirgends ein super Wheelspin am Start. Ich glaube, da haben sie einiges gefixt. Dass man jetzt nicht mehr so leicht das Ganze ausnutzen kann. Ich meine, es war ja kein Bug. War ein Feature. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen.
rechts so abbiegen. Ja, ja, ja. Stopp. Ja, ja, ich bin ein bisschen zu weit geslidet. Ist aber auch rutschig gerade hier. Wo ist eigentlich mein... Was ist mit meinem Kennzeichen passiert? So, warte mal. Hier müsste irgendwo das Schild sein. Ja, genau. Zum Rasen geboren. Das bin ich auf jeden Fall. Hallo, Antonia. Magst du mich, Antonia? Ich bin Paletto. Ich bin sehr cool, sagt meine Mama. Superstar. Wieder ohne Jay? Schade. Oh, warte mal, das ist mein eines ja Licht so ein berühmter Horizon-Rennfahrer zu sein, dass er gar keine Zeit mehr hat, selbst Rennen zu fahren. Oh, was ist das denn schön? Das hier ist doch ein großes Festival, nee. Tristan. Da ist Platz für euch beide. Sag das doch ihm. Sag ihm, ich nehme gern die Einladung zum UK-Festival entgegen, wenn er schon dabei ist. Ist ja nur drei Jahre zu spät. Warte, er hat nie... Tristan, deine Problemchen langweilen mich. Ich will jetzt fahren. Oh, hallo. Und du bist? Das ist Antonia Ritter. Sie ist führende Fahrerin ihres Rennteams. War ein anständiges Rennen mit der Bone Fast Crew Superstar. Aber es endet ja hier. Ja, es endet hier. Das ist ein Porsche. Bone Fast verliert niemals. Und jetzt aus dem Weg. Ja, bitte. Ja. Also den habe ich noch nie gesehen, den Porsche. Steht da GT3 hinten drauf? Aber das ist schon... Das sieht aus wie ein Le Mans-Auto. Also wirklich einer, der... Ne? Wenn ich mit... Also wenn ich... Also... Cut! So. Sorry, Antonia, Alter. Mach, dass du wegkommst. Jo, wie war das Rennen? Sorry, dass ich nicht da war. Ich... Jay, hast du Tristan zu Horizon UK eingeladen? Was? Kein Plan. Hätte ich's tun sollen? Er ist doch erwachsen und kann das selber entscheiden, oder? Ja, aber ihr beide benehmt euch wie... Ach, wir reden später. Oh, oh. Dieser Deutsche kann fahren. Ja, ja, okay. Bis dann. Ja, tschüss. Ja, Antonia, ich glaube, ich werde dich hier komplett fertig machen. Ist das Reaped? Reaped heißt doch, glaube ich, auch Antonia, oder? Ich bin die bessere Fahrerin und habe die Strecke genau untersucht. Ja. Es besteht kein Zweifel, dass ich hier siegen werde. Hä? Hey, du kanntest die Strecke? Das ist nicht fair. Falsch. Ich habe im Rahmen meiner Rennvorbereitung alle möglichen Umsetzungen einer Rennstrecke im mexikanischen Straßennetz studiert. Ich lasse mir keine Gelegenheit entgehen, mich als bessere Fahrerin zu beweisen. Wow, ich habe ewig die richtige Hupe gesucht. Aber, nette Dame, warum sind Sie dann so weit hinten, wenn Sie das alles studiert haben? Also tut mir ja nun leid, aber ich glaube, ich habe dich komplett fertig gemacht. Du... hast mich geschlagen. Wie hast du das gemacht? Zeig mir, was du in den Kurven getan hast. Ich will alles wissen. Ja. Hey, okay. Antonia. Probier fürs Extra-Training mal die Straßenszene aus. Ich werde drüber nachdenken. Spezialhupen klingen gut. Ich finde die ein bisschen komisch. Aber hey, ich muss sie ja nicht heiraten. Und sie auch nicht mich. Es sei denn... Hey Patrick. Ja? Fast geschafft. Und auf dem Weg, Geschichte für die Ruhmeshalle zu schreiben. Ich bin stolz auf dich. Hey, also ich habe Tristan geschrieben, aber die Nachricht klang irgendwie sarkastisch und er setzt einen anderen Bornfast-Fahrer auf dich an. So, warte mal. Jetzt muss ich nach da oben. Da ist wieder die nächste Story-Mission. Ah ja, 4300 Punkte für das nächste Event. Ich bin gleich mal gespannt, wenn wir die fertig haben. Ob wir das eine Event wirklich abgeschlossen haben. Also, Alter, fährt sich wie so ein Mehlsack. Oh, hier ist eine Sprungschanze. Ach, die kenne ich schon. Bei nächster Hopp. Gelegenheit enden. Alter, kleiner 180. Route wird neu berechnet. Ah, gut. Okay, das war irgendwie, als wäre mein Motor gerade fast abgesoffen. Bei nächster Gelegenheit enden. Nee, nee, ich weiß schon, wo ich längs muss. Hier, ich und mein Audi. Ich meine, Audi hat auch den guten Quattro. Das soll doch, dachte ich, immer der beste Stein. Au. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe es vergessen. Irgendwas mit Quattro. Stimmt, bester Allrad. Keine Ahnung, ob das stimmt.
ob die anderen Hersteller mittlerweile ein bisschen aufgeholt haben. Ich weiß nur, Audi, ich habe im Kopf, habe ich Quattro und Walter Röhrl. Die absolute Rennfahrer. Du hast dein Ziel erreicht. Also Rallye-Rennfahrer. So, genau. Zum Rasen geboren. Jetzt fahre ich gegen irgendeinen weiteren, der sagt, er ist geiler als Paletto. William. William. Unterschätzt die Sache bloß nicht, Will. Nimm das ernst. Tschüss, Alter. Chill mal. Chill mal. Ich bin der beste Fahrer in ganz Nord- und Südamerika. Ebenfalls erfreut, William. Wollen wir dann? Ach, William. Ich glaube, ich muss dir jetzt mal eine kleine Lektion erteilen. Verliert oh, der LFA. Weißt du doch. Ah, los, los, los. Der LFA soll, glaube ich, den krassesten Sound haben. Das höre ich immer. Das ist wirklich eines der Autos, die so einen geilen Sound haben. Jamin, ich bin's. Hey, was gibt's? Tschüss. Wie läuft das Rennen? Ich weiß, dass du das war, glaube ich, ein Jamin. Fehler. Tu nicht so. Und wow, dieser Typ. Meint ihr das ernst? Er ist schon speziell. Reicher Vater, die Schwester auch etwas exzentrisch. Und er hat ein eigenes System, nach dem er fährt. Er nimmt das sehr ernst. Ja, aber dafür, dass er das sehr ernst nimmt, ist er auch sehr weit weg. Also, no front, aber Brudi, ich gehe jetzt kurz noch mal mir einen Big Mac holen. Also, der ist ja super weit weg. Ach, ein guter alter Big Mac. Ich war super lange nicht bei McDonald's. Ich möchte auch sagen, nein, ich bin kein Fan, aber irgendwie ist McDonald's bei mir, ist einfach ein Stück Kindheit. Ich weiß, das Essen bei denen ist Müll. Wirklich, es ist absoluter Müll. Aber ich habe da wirklich so, und das ist, ich habe da so richtig nostalgische Gefühle, Alter. Ich werde zurück in die Kindheit katapultiert, wenn ich so einen Schluck von so einem Erdbeershake nehme. Wie gesagt, der Erdbeershake, Junge, der hat noch in seinem Leben nie eine Erdbeere bei McDonald's gesehen. Der weiß nicht mal, wie man Erdbeere schreibt. Aber trotzdem werde ich zurückkatapultiert in die Zeit, wo es kulinarisch nichts Geileres gab als McDonald's. Was schon ein bisschen traurig ist. Aber ey, ist halt meine Kindheit. Chicken genommen. Und Chicken McNuggets. Aber irgendwann haben sie dann die Rezeptur verändert von den Chicken McNuggets. Früher waren, ohne Witz, früher, ich bin wie so ein alter Opa. Früher war alles besser. Nee, aber ohne Witz, die Chicken Nuggets waren früher mehr Fleisch als Panade. Mittlerweile sind die, also, da ist ja fast nur noch Panade dran an den Chicken Nuggets. Da war viel mehr Fleisch an so einem Chicken-Ding. Naja. Nein. Unmöglich. Das ist nicht repräsentativ. Das ist nicht repräsentativ. Das darf nicht in meine Statistik. Es ist nicht repräsentativ. Hat Spaß gemacht, William. Vielleicht ein andermal? Ja, William. Ich würde mal sagen, ich habe dich komplett zerfetzt, Junge. So, ja, ich wechsle mal also, mein Auto. Oh. Ein Rennen nach dem anderen, aber da ist noch eine von... Ja, ja, Wheelspin. Das Leben ist nicht fair. So, warte mal, ich wechsle mal mein Auto. Wir gehen mal wieder... Guck mal, wir haben doch vorhin den BMW M3. Die Viper. In die würde ich gerne mal einsteigen. Die ist zwar noch nicht getuned, aber die finde ich schon ganz geil. Freunden auf dem Festival. Sie sucht nach Kira.
Kira Harrison? Du meinst unsere Kira? Das habe ich auch gesagt, aber nein, definitiv Kira. Kannst du die schlechten Neuigkeiten überbringen? Das Mädel war irgendwie krass. Junge, wollte der eine mich gerade umfahren? Der volle Kanne auf mich zugesteuern. Na, die Viper ist ein geiles Auto, aber ich weiß noch, in jedem Spiel war dieses Auto so unfassbar. Also es hat nicht unbedingt geile Fahreigenschaften. Der Wagen bricht immer sehr schnell aus. Und ist jetzt... Warum fahre ich hier einen Umweg? Hinter mir ist doch das Ding. Aber es ist trotzdem einfach ein geiles Auto. Also, würde ich fahren. Obwohl bestimmt ist der richtig teuer im Unterhalt. Und dann sagt der eine oder andere jetzt wieder, oh, Paluten, du hast doch so viel Geld. Muss dich doch gar nicht interessieren. Doch, natürlich. Also warum, ich will ja nicht unnötig Geld verschwenden. Stell dir in der Zwischenzeit den anderen Fahrern vor. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte hier mein Rennen machen. Du hast dein Ziel erreicht. So, weil nur weil man vielleicht ein bisschen Geld hat, bedeutet das ja nicht, dass man sein Geld verschwenden muss. Ich möchte halt einfach gerne möglichst schnell mein Haus komplett abbezahlen. Ich sagte doch, Kira ist nicht hier. Sie hält in Großbritannien alles am Laufen und ja? Australien ist lang her. Das ist mir egal. Hallo Tristan. Hi Tegan. Fahren wir ein Rennen? Hier geht's sicher nicht um Geselligkeit. Wow. Na gut. Dann mal los. Was ist denn jetzt Ihr Problem? Habe ich hier irgendwas getan? Oh was? Sie hat einen Humus? Wir haben Mazda? Darauf kannst du dich verlassen. Ist ein bisschen ungerecht, ne? Anna, ruf Jamin an. Rufe Jamin an. Jay, such nach Tegan Ashley. Sekunde. Tegan... Oh Mann. Sie hat versucht, Horizon Australia zu kaufen. Wie jetzt? Das ganze Ding? Ja, und ihre Mutter hat die nötige Kohle dafür. Aber Kira sagte hier, der Job des Festivalbosses sei unverkäuflich. Und sie hat... es nicht sonderlich gut aufgenommen. So gar nicht. Okay, sie wollte Horizon kaufen. Chillig. Aber ich meine, man merkt ja schon, dass sie Kohle hat. Weil sie hat einen freaking Lamborghini Urus. Kostet der nicht übertriebenst viel? Die zerballert mich. Jedes Mal, wenn wir Gas geben. Na, aber hier kommen jetzt ein paar Kurven. Ich glaube, die liegen in meinem Auto. Sag mal, wenn sie mich... Oh, jetzt habe ich hinten... Ah, das wird teuer. So, mach jetzt mal, dass du wegkommst. So, einmal an ihr vorbei. So, hier schön weiter rein. Richtig und richtig. Okay, wer hat 2,8? Och, Mann. Ja, doch, sie ist mittlerweile sehr weit weg. Also ich hoffe einfach, dass keine langen Geraden mehr kommen. Wir müssen ja auch die 3-Sterne-Zeit wegballern. Ich meine, nur weil sie viel Geld hat und ein schnelles Auto, bedeutet das ja nicht automatisch, dass sie gut fahren kann. Also das ist ungefähr so wie bei FIFA Ultimate Team. Nur weil du ein krasses Team hast, bedeutet das ja nicht automatisch, dass du ein guter FIFA-Spieler bist. Also wie viele Leute da wirklich so viel Geld reinbuddern und dann so schlecht sind. Damit spiele ich jetzt nicht auf irgendjemanden an. Wahrscheinlich auf mich. Ja, Paletto, der gönnt sich ja auch manchmal das ein oder andere Pack. Oh, ich glaube, zeitmäßig wären das keine 3 Sterne. Wir haben jetzt noch 20 Sekunden Zeit. Habe ich so viele Fehler gemacht? Obwohl, na, komm. Fahr bitte. Mazda, enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Das war knapp. Das waren 3 Sekunden. Nein, nein, nein. Ich kann mich weder qualifizieren noch einkaufen. Was wollt ihr von mir? Was ist denn mit dir los? Ruhig, Tegan. Alles okay? Vergiss Born Fast. Wenn du eine Weile für Horizon fahren willst, musst du deinen Kopf freikriegen. Alles ist gut.
Als ob die mich noch nehmen würden. Alle schauen auf mich herab, wegen der blöden Kohle meiner Familie. Spinnst du? Es wäre toll, dich dabei zu haben. In der Straßenszene interessiert niemand deine Mutter. Oh, doch. ja, gut. Also, ich habe schwer Mitleid mit jemandem, der unfassbar reich ist. Du bist also und der das als böse empfindet. Tristan hat recht. Viel beeindruckender als Jamin. Und auch nicht so lästig. Er ist echt ganz nett, wenn man ihn erst mal kennt. Und du bist? Ich bin Katja, born fast und so. In 200 Metern rechts abbiegen. Wer ist denn jetzt schon wieder Katja? Rechts abbiegen. Krasavice? In 200 Metern links abbiegen. Ist hier, nee, ich wollte gerade sagen, ist hier die Autobahn? Weil das wird chillig, wir links müssen relativ abbiegen. Weit fahren. Mal gucken, warte mal, wie sieht der Wagen von innen aus? Bestimmt Plastikbomber-Style. Ja. Ja, ein bisschen Plastik. Oh, da ist doch ein kleines Erfahrungsschild. Wie sieht denn das aus? Wie viel brauchen wir denn noch für ein Level-Up? Ich hätte eigentlich mal wieder Lust auf einen Wheelspin. Wird mir nicht angezeigt? Okay. Ist in Ordnung. Ich verzeihe dir, Forza Horizon. Wann kommt denn der nächste Teil? Ich hoffe ja, dass der... Oh, wenn man vom Teufel spricht. Hoppa. So, bitte. Bitte, Alter, wenn jetzt wieder so eine blöde Hupe kommt. Oh. Es war doch bei 175.000. Naja. Naja, was will man machen, Leute? Was will man machen? Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Jaja, ich soll ich nicht eigentlich hier schon mal? Ja, komm. Passt. Okay. So. Ich nehme alles zurück. Wir fahren vielleicht doch einfach auf der Straße. Schlängeln uns da so ein bisschen hoch. Bevor wir jetzt hier 20.000 Mal gegen den Baum fahren. Boah, Alter. Dieser Bremsweg von dem Auto. Drift Zone. Ja, gut. Ja, nee, mit dem Wagen werde ich nicht großartig driften können. Ich fahre jetzt hier einfach ein bisschen durch. Ja, nee. Da muss ich wahrscheinlich auch wieder Traktionskontrolle und so weiter ausmachen. Damit ich hier wirklich richtig ein bisschen Schwung bekomme. Ja, chillig. Also, das ist wirklich eine Sache, die ich in Forza Horizon überhaupt nicht kann. Richtig gut driften. Ich habe da so teilweise Videos gesehen, wo ich mir denke, yo, Junge, what? Oh, schönes Bild mit der Brücke da oben. Bei so. Nächster Gelegenheit wenden. Hä? Wie wenden? Ich dachte, ich soll jetzt... Warte mal, ich muss mal wieder diesen Filter ändern. Ach, da vorne muss ich hin. Ich dachte, hier wäre Ende. Oh, wir brauchen nur noch 1250 Punkte. Das finde ich sehr gut. Ja, danke schön. Danke, vielen Dank, ja. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, jetzt Katja. Okay, let's go, Katja. Dann zeig mal, wo der Frosch die Loggen hat jetzt hier. Superstar, ich glaube, du hast mit Katja gesprochen, meiner Stellvertreterin. Der wohl schnellsten Fahrerin auf der Welt. Oh, nach ja. mir. Ja, das und bildet nach er mir. Sich gern ein. Katja und ich haben geredet und wir dachten, du wärst vielleicht gern ein Teil von Born Fast. Mit dir in der Crew wäre Horizon Geschichte. Ja, nur dass mir egal ist, wer gewinnt, Tristan. Ich bin nur zum Spaß hier. Die Absage war doch klar. Na egal, jetzt sehen wir zumindest wirklich, wer am zweitschnellsten ist. Was? Habe ich jetzt... Oh, das ist wieder der Elemento. Fast, oder? Wir sehen uns am Ziel. Niemals ja, verlieren. Natürlich. Tschüss, Katja, Alter. Ich bin erste Kurve ich und ich bin an dir vorbei.
Also ich glaube, es tut mir ja leid für dich, aber ich glaube, das wird ein sehr einseitiges Ding. Ich glaube, ich sehe sie auch schon gar nicht mehr. Also, nee, die fährt da hinten noch rum. Die ist noch in einer ganz anderen Kurve. Der Wagen ist einfach zu krass. Selbst in so einer Standardversion. Ruf Katja an. Nummer wird gesucht. Einen Moment. Gefunden. Wähle jetzt. Ja? Hey, Katja, ich bin's. Kann ich dich was fragen? Was denn? Tristan, sag ihm, Jay hätte diesen Schnöselbande-Witz nicht machen sollen. Oh, diese Jungs. Tristan fürchtet nur, Jay könnte recht haben. Und von seinem Lieblingsfahrer zurechtgewiesen zu werden. Was? Tristan ist ein Jay-Fan? Er schickte mir jedes Mitternachtsrennen und PR sein Video. Warum wollte er überhaupt eine Einladung zu Horizon UK? Auf einmal ergibt... Okay, kurz mal zurück. So habe ich mich ein bisschen verbrennt. Alles einen Sinn. Vergib Tristan, er kann nicht anders als reich zu sein. Aber genug der Therapie. Das bleibt unter uns, Superstar. Ja. Ja, ich glaube, ich bin jetzt schon im Ziel. So fühlt sich also Verlieren an. Ja. Kenne ich nicht das Gefühl. Gar nicht mal so schlecht. Dann sind wir beide die Nächsten, Tristan? Wohl kaum. Dazu lasse ich mich nicht herab. Du bist doch noch nicht einmal in eurer lächerlichen Ruhmeshalle. Echt jetzt? Na schön. Dann eben bis bald. Man kann das erst abschließen, wenn wir in der Ruhmeshalle sind? Dazu muss ich wahrscheinlich alle Story-Missionen abschließen. Also diese anderen Dinger da, diese... Ah ja, Kapitel. Na komm. Komm vorbei. Wow, die letzten zwei Abenteuer. Ja. Was soll's sein? Ich hab ne Münze, wenn das hilft. Hey, ich fühle mich dirty. Gib mir mal was richtig Dirtiges. Aber bevor wir das fahren... Dachte schon, du fragst nie. Ja, warte. Alex spricht seit Wochen über Gauntlet-Ideen. Ich rufe ihn an. Weil dann werden wir mal gucken, welches Auto wir vielleicht mal tunen könnten. Filter. Weil es sollte ja schon... Kultautos. Rallye-Monster. Ja. Genau. Wen haben wir da? 900. Ich glaube, ich würde dann den hier nehmen. Beschleunigung, Geschwindigkeit. Aber haben wir nicht auch so ein... Na egal, ich steig mal in den ein. Ja, will ihn mir liefern lassen. Ein Ford. Ford bringe ich jetzt so null mit dem Thema in Verbindung. Warte mal. Aber wir haben doch auch hier noch welche. Gut. Wir sichten den Gauntlet und halten uns bereit. Ja, das ja. Wird gut. Hier da, dieser Hunigen. Nicht mal ich weiß so genau, was uns erwartet. Offroad. Die finde ich irgendwie sogar einen Ticken geiler. Oder hier. Der sieht geil aus. Offroad-Reifen. Den Mitsubishi fühle ich irgendwie Offroad fast schon ein bisschen mehr. Oder den hier, diesen Peugeot. Den Baja-Truck. Offroad eine 10. Subaru. Oh, der hier. Offroad hat er nur. Ich glaube, ich möchte mit dem hier fahren. Einsteigen. Ja. Den werde ich jetzt einmal ordentlich tunen lassen. Schön auf Offroad. Und ich glaube, der könnte dann richtig geil werden. Aber das ist so ziemlich alles, was mir zu Horizon... Was ist mit Horizon? Nach Hause. Ja, ja. Wobei es einfällt. Du hast es geschafft. Ja, ich mache jetzt noch meinen wunderbaren Gauntlet oder wie auch immer das Ding hieß. So, Upgrades und Tuning. Tuning-Einstellung finden. Dirt. Mit 0, Drag, Ultimate, Top Rally. Aber warte mal, wer ist denn hier? Ultimate Rally. Das hört sich gut an. Installieren und herunterladen. Ihr könnt mir gerne mal auch in die Kommentare schreiben, welcher denn so der geilste Rallye-Wagen ist. Ich weiß, irgendein Audi war es, glaube ich, im letzten. Da meintet ihr, okay, der ist halt super sick.
Wollen wir auch noch mal am Design was ändern? Gibt es denn da ein cooles Design? Ah ja, hier. Das sieht so ein bisschen Rally-mäßig aus. Na? Ja, doch, das sieht cool aus. So, jetzt sind wir allerdings komplett am falschen Ende der Map. Wir müssen ja hier... Da zum... Ja, dann gehen wir hier zu dem Haus. So. Gucken wir mal. Links abbiegen. Links abbiegen. Links abbiegen? Warum? Hier ist doch viel einfacher. Boah, ich bin so gespannt. Ich habe jetzt auch null drauf geachtet, was der jetzt für ein Offroad-Rating noch hat. Aber ich hoffe einfach mal, dass er das beides gut hinbekommt. Ach da, 2 Kilometer noch. Okay, das sollten wir innerhalb von ein paar Sekunden eigentlich schaffen. Oh, hier gefahrene Straße. Hier waren wir noch nie. Bin ich noch nie längs gefahren? Ich würde eigentlich denken, dass ich mittlerweile auf jeder Strecke mal irgendwo unterwegs war. Warte mal, jetzt hier mal Offroad. Naja, der lässt sich gut steuern. So, dann gucken wir doch mal. Der Gauntlet. Dirtrennen. Solo. Da, das ist der, den wir hier eigentlich... Obwohl, der hat Offroad nur 7,8? Aber er hat Offroad-Reifen drauf. Interessant. Oh, hier riecht es gerade richtig lecker nach Essen. Oh ja, da haben auch vorne die Lichter. Also professionell sehen wir schon mal aus. So viel können wir, glaube ich, festhalten. Vom Professionalitätslevel 10 von 10. Jetzt bin ich natürlich Dort gespannt. Bedeutet eigentlich Handschuh. Hier ja. Bei Horizon. Ja, den hatte Thanos, hat er auch den Gauntlet. Der ist ja auch mal mitgefahren. Willkommen. Macht euch bereit. Ja, ich bin bereit. Oh, wird das wieder so ein super langes Rennen? Kann das sein? Müssen wir echt mal schauen. Ob wir das alles so hinbekommen. Vorsichtig. Dann darf ich hier kurz mal durch. Hä, das wird wieder so ein mega langes. Ah, guck mal, der hat doch den gleichen Wagen wie ich. Hier der Tingly Ketchup 77. So. Aber ich glaube, unser ist einfach wesentlich krasser. Kann das sein? Also, weil ich muss sagen, die haben wir jetzt schon relativ souverän weggeschallert. Ja, er bleibt mir aber auf der Pferde. Er ist so wie Inspector Gadget. Gibt es das eigentlich noch? Das war so eine Kinderserie früher. Inspector. Ah, wie ging diese Titelmelodie? Nee, das war was anderes. Das war, glaube ich, Darkwing Duck. Darkwing Duck! 2-1, Risiko. Ach, gute Zeit. Gummibären hüpfen hier und da und überall. Du bist da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Irgendwie so. Gute Zeit. Habe ich immer bei meiner Oma geguckt, die Gummibärenbande. Weil irgendwie hatte meine Oma, und ich weiß nicht warum, damals den Sender Super RTL. Den konnte unser Fernseher irgendwie nicht empfangen. Beziehungsweise wollte mein Vater auch nicht den Sendersuchlauf nochmal starten, weil dann werden ja die ganzen Sender wieder vertauscht. Oh, dann gibt's Stress. Ja, ich weiß, ich hatte ein super hartes Leben. So, wo sind denn jetzt meine Gegner? Ja, also die haben wir ganz gut fertig gemacht. Wir haben auch bereits 10% abgeschlossen von diesem Rennen. Junge, wie lang ist denn dieser Gauntlet? Also jetzt mal ohne Witz. Autsch. Ja, perfekt gebremst. So langsam habe ich auch... Oh, Alter.
Also ich glaube, wenn du mit der Geschwindigkeit ins Wasser ballerst, da ist deine Frontschürze aber normalerweise sowas von im Arsch. Ich habe mal gesehen, wie sich jemand im Schnee seine komplette Frontschürze zerballert hat. Weil er irgendwie dachte, ich drehe jetzt hier mal schön. Und der Schnee am Seitenstreifen ist nicht in irgendeiner Weise, also es war auf der Landstraße, ist nicht irgendwie fest oder so, sondern es ist vielleicht eher pulvriger Schnee. Junge, und der ballert da durch und crunch. Schön vorne alles weggeballert. Also, gut, hatte ich Mitleid? Ja, nee, nicht so wirklich. Weil das war jetzt nicht unbedingt eine Stelle, wo man hätte unbedingt wenden müssen. Es war auch während eines kleinen Staus auf dem Weg nach Österreich. Allerdings glaube ich noch auf der deutschen Seite. So, 15% haben wir. Aua. Wagen sieht glaube ich auch schon ein bisschen zerfetzt aus. Aber definitiv nicht so. Ja, ein bisschen dirty. Alles ein bisschen gesplittert. Weil hier aber auch jemand fährt, als würde es keinen Morgen geben. Wir nehmen den Wagen schon ein wenig ran, weil ich aber auch immer den Bremspunkt verpasse. Ja. Das Feld ist auf jeden Fall doch schon ein bisschen hinter uns. Ich hoffe, dass wir hierdurch das nächste Rennen direkt freischalten, wisst ihr? Und dann haben wir nur noch, glaube ich, eine Story-Mission. Also von diesen ganz, ganz großen Story-Dingern. Und dann bin ich, glaube ich, auch in der Ruhmeshalle, soweit ich das verstanden habe. Weil dann haben wir ja wirklich alles durchgedaddelt von diesen großen Events. Naja. Lassen wir uns mal überraschen. Wenn ich das zumindest alles richtig verstanden habe. Warte mal, was ist das eigentlich für ein... Ah ja, wir fahren noch hier längs. Ah, wir fahren auch noch... Alter Schwede. Wir fahren noch mal einmal komplett nach oben. Also auf den Vulkan drauf. Oh Gott. Das wird eine gute Zeit, ich sag's euch. Schön auf dem Vulkan. Das war, glaube ich, das zweite... Mein zweites Forza Horizon Video, oder? Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ich in den Vulkan gefallen bin. Da wollte ich gucken, was passiert, wenn man reinfällt. Spoiler, war nicht spektakulär. Leider. Das wäre cool. Einfach das Auto verdammt. Oh, ich fahre hier schon seit Stunden. Hier so meine Runden. Ich finde keinen Parkplatz. Ich will doch zu dir, mein Schatz. Irgendwie so geht das nicht. Ist von Herbert Grönemeyer. Kennen den die Leute noch? Also, bei mir hatte der... In meiner Kindheit hatte der, glaube ich, so ein Comeback. Der hatte... Und der Mensch ist Mensch, weil er liebt, weil er fängt. Ja, ist ein bisschen... Bisschen andere Zeit. Ich hatte auch einen teilweise sehr interessanten Musikgeschmack. Ich fand zum Beispiel die Musik von Herbert Grönemeyer ganz geil. Aber zur damaligen Zeit fand ich halt auch die Agro-Berlin-Crew ziemlich nice. Also damals noch mit, als sogar Bushido noch bei Agro-Berlin war. Gute Zeit. Ich sag's euch, Paletto, der alte Gangster. Und als... Ist eigentlich ganz interessant. Damals gab es so diese Agro-Berlin-Zeit und so weiter. Und mittlerweile gibt es dann 187. Ja. Mit Jizzes. Der Schwäne klatscht. Junge. Ey, war nicht korrekt von ihm, den Schwan eine Schelle zu geben. Aber Schwäne sind manchmal, wirklich auf gut Deutsch gesagt, ziemliche Arschlöcher. Junge, die sind richtig arrogant. Ist einfach richtig arrogante Vögel. Ohne Witz. Die denken sich auch, sie könnten sich alles erlauben. Scheiß Schwan. Also wie gesagt, alle Vögel ansonsten korrekt. Keiner macht Beef. Aber der Schwan, der ist schon... Der geht auch auf die anderen. Der denkt auch, er wäre der Obervogel. Aber dann kommt halt Jizzes, Alter, und gibt ihm Schelle. Junge, was ist daraus eigentlich geworden? Hat er dafür irgendeine Strafe kassiert? Weil ich bin kein Rechtsexperte. Aber ich glaube, man darf Schwänen keine Schelle geben. Weil die sind auch, glaube ich, so ein bisschen unter Naturschutz, Schwäne. Irgendwas habe ich mal gelesen.
irgendjemand besiegt. Chillig. Finde ich gut. Korrekt. So, runter und raus. Raus. Oh, da habt ihr es gesehen. Links war wieder ein schöner Traktor von Bauer Willi. Ja, aber ich muss sagen, die Landwirtschaft wird hier in Mexiko nicht so groß geschrieben wie bei Forza Horizon 4. Also Bauer Willi, der hat auch viele Felder verloren. Aber mittlerweile baut er hier in Mexiko nur noch Avocados an. Boah, Alter, dieses Rennen ist so unfassbar lang. Wir haben 38% und ich bin schon 8 Minuten unterwegs. Junge, was ist denn das? Also der Gauntlet ist bis dato wirklich das Rennen, was mit Abstand, wirklich mit Abstand am längsten geht. Oder irre ich mich? Weil wir fahren, wie gesagt, schon 8 Minuten. Also... Rudi, mach doch mal nicht diesen, mein Hals tut schon weh. Vor allen Dingen ist... Oh, mein Wasser ist auch gleich alle. Und irgendeiner hupt hier die ganze Zeit übertrieben. Ich weiß nicht, was genau sein Problem ist. Was ist da jetzt seine Mission? Man weiß es nicht. Wann kommen wir denn mal zu diesem Vulkan? Ich sehe den Berg auch noch nicht mal. Wo ist denn der? Ich bin einfach nur noch verwirrt. Aber ey, wenn ich nicht einen super, super Wheelspin bekomme, wenn ich dieses Rennen abgeschlossen habe, also, dann gibt es hier aber links und rechts. Wie für den Schwan. Ah ne, da rechts ist doch, müsste doch der Berg sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ich sehe jetzt hier schon diese Art Passstraße oder wie sich das nennt. Ich würde natürlich gerne einfach abkürzen. Wisst ihr, was ich meine? Weil sie so scheiß auf den Kontrollpunkt. Aber... Mich beschleicht der Verdacht, dass ich das nicht kann. Und vor allen Dingen ist das Feld ist noch relativ nah an mir dran. Ich dachte, ich hätte mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, eine Minute Vorsprung. Aber die lassen sich nicht so leicht abschütteln, wie ich das vielleicht gerne gehabt hätte. Bleiben hartnäckig. Aber Paletto bleibt auch hartnäckig. Der gibt nie auf. Ich mache einfach weiter. Einfach immer weiter, Leute. Wie mit YouTube. Ich mache einfach Jahr für Jahr ballert Paletto einfach weiter. So schnell werdet ihr mich nicht los. Ich habe ja vorhin nicht umsonst gesagt, das Haus zahlt sich nicht von allein. Okay, wir haben aber über die Hälfte, Leute. Das ist schon mal ein großartiger Triumph für uns alle, dass wir diesen Gauntlet, das einfach freaking längste Rennen der Welt, gleich geschafft haben. Und dann ist es nur noch ein Rennen, was wir brauchen. Und dann stehe ich in der Ruhmeshalle zusammen mit Obama und Merkel. Was macht Barack Obama eigentlich heutzutage? Was macht man, wenn man... Also vor allen Dingen frage ich mich auch, was macht Angela Merkel, nachdem sie Kanzlerin? Macht die dann noch Politik? Oder sagt sie, ey, ich gehe jetzt einfach in Rente. Ich habe keinen Bock mehr, mich von allen Leuten beleidigen zu lassen. Ich habe keinen Bock mehr auf Meme sein. Die hat ja auch einen Mann.
Aber keine Kinder, soweit ich weiß. Ist ja, ich, Gottes Willen, vollkommen in Ordnung. Ich meine, die hatte schon, glaube ich, ein sehr stressiges Leben. Ich muss auch sagen, ich hätte gar keinen Bock, Bundeskanzler zu sein. Ohne Witz. Das wäre für mich der absolute Horror. Mich ständig von allen Leuten, also, beleidigen zu lassen. Und, also, da sind ja auch so, wenn du dann mal so diese ganzen, also die wirklichen Freaks da draußen, wo du dir denkst, so, okay, habe ich ja so gar keinen Bock drauf. Aber die kommen halt auch dann aus ihren Löchern gekrochen. Scheiß Merkel! Ich will jetzt also ihre politischen Entscheidungen nicht verteidigen oder sagen, dass die Frau alles richtig gemacht hat. Aber ich finde es manchmal so krass, wenn man dann so auf einer persönlichen Ebene beleidigen wird. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich ja auch manchmal, selbst als YouTuber, wenn die Leute irgendwie sagen, ja, ich wünsche dir den Tod und so weiter. Wo ich mir denke, so, Alter, Brudi! So, was habe ich dir denn getan? Was ist denn da los? Also ich meine, man kann sagen, okay, hier, ich feiere deine Videos nicht, sind einfach blöd. Ist ja vollkommen in Ordnung, aber ist ja kein Grund, irgendwie mir den Tod zu wünschen oder meiner Familie. Nicht ganz so geil. So. Jetzt haben wir fast die 70. Also wir sind oben auf dem Vulkan so gut wie drauf. Dann geht es wahrscheinlich gleich nochmal runter. Und dann feiere ich. Aber sowas von im Dreieck-Tango. Obwohl ich nicht weiß, wie man Tango tanzt. Ich habe auch nie in meinem Leben jemals einen Tanzkurs gemacht. Es gibt hier so manche Leute, die so Tanzkurse machen. Ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, Papa Plan ist ein Tänzer. Habe ich, glaube ich, irgendwo mal mitbekommen, dass der gut tanzen kann. Aber ich möchte jetzt hier auch keine Gerüchte in die Welt setzen. Falls das nicht stimmt, tut es mir leid. Aber ich bin der Meinung, irgendwie sowas mal gehört zu haben. Paletto ballert wieder hier irgendwelche News raus. Kann ich jetzt nicht einfach hier den Berg runterspringen? Das wäre doch eigentlich auch mal eine wirklich nette Sache. Zusammen mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Den Samba, der mich so glücklich macht. Ich packe mein Ding jetzt hier auf mein anderes Ohr. So. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Ich merke einfach, dass ich mittlerweile echt richtig durch bin. Wir sind schon bei Stunde 22. Ich wollte 75 Minuten wollte ich heute durchballern. Gib eine kleine Zugabe. Also das muss sein. Zugabe. 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 Und ein Sprung. Wunderbar. Guckt euch das an. Also wir bleiben immer noch ganz gut hier am Start. Ja, ausgezeichnet, ja. Aber ey, wir haben 77%. Es kann nicht mehr lange dauern. Wir sind ja auch schon 15 Minuten unterwegs. Vor allen Dingen muss ich so langsam übertriebenst auf Toilette. Ich will euch aber auch nicht alleine lassen. Aber ich lasse einfach laufen. Es sieht eh niemand. Sieht niemand, was hier unter meinem Tisch passiert. Da muss man auch einfach mal laufen lassen. Meine Nase juckt. Auch okay. Ah, Berge. Hier du? Ja, danke. Oh, wir haben 80. 20% noch. Jungs und Mädels, das schaffen wir. Und dann feiern wir zusammen. Dann wird hier aber mal eine Flasche Robbie Bubble gepoppt. Gibt's das noch? Rob Bubble? Nee. Rob Bubble war jemand anders. Bubble, hier dieser komische alkoholfreie Sekt oder so. Habe ich tatsächlich in meinem Leben noch nie getrunken. Ich weiß auch nicht, wie das schmeckt. Wahrscheinlich wie Limonade, oder? Ich meine, wie soll das sonst schon schmecken?
gleich haben wir es geschafft. Und dann gibt's einen geilen Wheelspin. Ey, da muss es doch mehr als einen geben, oder nicht? Ich meine, ein Rennen, was 20 Minuten geht, das muss so viele Erfahrungspunkte bringen, dass ich hier direkt auf Level 100 katapultieren werde. Ich weiß gar nicht, welches wir im 4... Welches Level hatten wir bei Forza Horizon 4? Alter, da war ein Tier! Habt ihr das gesehen? Da stand doch gerade ein Tier auf dem Weg. Immerhin sind wir jetzt mal wieder ein bisschen auf Asphalt unterwegs. Stimmt, das Tier stand auch einfach auf dem Asphalt. Aua. Wie weit sind die anderen weg? Also ich sehe sie auf meiner Minimap unten links nicht. Ach, jetzt fahren wir nochmal durch die Wüste. Ah, alles klar. Zehn Prozent noch. Komm, das schaffen wir jetzt noch. Ich sehe schon kommen, dass ich irgendwann so einen Fehler mache und plötzlich Letzter bin. Entschuldigen Sie, für den Letzten haben wir aber keinen Wheelspin mehr. Wann? Bitte. Au. Hier gerade... Warum habe ich drauf gedrückt? Nein, ich will nicht zurück. Kann ich eben, hä? Irgendwie hat es gerade geflaggert. Egal. Ach so, so habe ich aus Versehen gemacht. Naja. Kurze in der Rückspiegel geguckt. Bin auch schon ein bisschen matschig. Ja, matschig in der Birne. Und der letzte Teil hier, der liegt mir auch nicht so. Das Feld hinten... Das holt schon ganz gut auf. Also ich hoffe einfach mal, dass ich das jetzt hier nicht zu sehr durchzieht. Jetzt hier richtig einlenken. Wieder Grip. Na komm. Ja, die sind noch weit genug weg. Das muss es sein. Ich sehe das Ziel, glaube ich, da hinten. Jetzt einfach nur noch in die Glückseligkeit und sich jetzt wirklich den wohlverdienten Lohn abholen. Oh, let's go. Jawohl. Die Ziellinie. Let's freaking go. Boom. Geschafft, Junge. Ist auch gefühlt alles kaputt, was kaputt sein kann. Beendet der Gauntlet. Oh Gott, wir haben ihn. Oh Gott. Oh, Alter, mein Nacken ist richtig schön verspannt. So, Subaru. Ja, ja, alles gut. Komm. Gib mir. Du bist unglaublich, weißt du das? Jawohl. Ich habe alle Register gezogen. Ich dachte wirklich, ich hätte dich. Keine Chance. Nur so wenig Punkte? Erfahrungspunkte müssen aber ballern. Ja, ja, nochmal, gib mir nochmal einen, komm. Danke. Geht noch einer? Schade. Oh ja, bitte, bitte. 175, finde ich geil. Aber ich krieg doch noch einen. Ich habe doch zwei Level-Ups gehabt. Den werde ich jetzt schon mal ganz gerne nochmal am Start hier. Hey Patrick, das letzte Abenteuer. Sollte also keine schwere Wahl sein. Ja. Aber warte mal ab jetzt hier. Ich habe nämlich noch zwei Wheelspins. Bitte. Bitte. Und er springt aufs T-Shirt. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit einer kleinen Runde. Das ist schwer. Ich wollte hier gerade die Abmoderation machen. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Eine XXXXXL-Folge von Forza Horizon 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt gerne nochmal in die Kommentare, ob ihr euch die komplette Folge angeguckt habt.
Falls ja, fettes Dankeschön geht raus an euch. Schaut gerne in die Videobeschreibung, dort ist der Paluten-Shop verlinkt. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Es war cool, doch es hat Spaß gemacht. Bisschen länger, als ich gedacht habe, aber war trotzdem cool. Leute, habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.